Hallöchen. Ja, ihr Lieben, ihr seht das, der nächste Block ist dran. Und zwar, das ist der mit dem Geburtstag. Ich habe schon so ein bisschen was gebastelt, was ihr hier auch noch seht. Wie versprochen, ich mache heute Tassenkuchenverpackung. Und ich habe dieses Set mal rausgeholt. Also, ich habe damit schon gebastelt, wie ihr seht. Dann fehlt auch schon wieder die Hälfte. Ja, damit habe ich, also das habe ich benutzt wegen der Torte und Kuchen, ne? Dachte ich so, passt ja vielleicht. Und das habe ich bestimmt schon 2 Jahre. Der ein oder andere vielleicht hattet von euch auch. Und ich habe es seitdem nicht benutzt. Nicht ein einziges Mal. Also jetzt, gerade eben, bevor ich hier angefangen habe zu drehen. Und deshalb wird der heute, also habe ich, wie gesagt, ihr wisst ja, holt eure alten Sachen raus. Die sind nämlich schön. Ich habe schöne. Also eine schöne Torte rausbekommen, wie ich finde. Und ja, und hier, das war ja der Grund überhaupt, dachte ich, hier ein Tassenküchlein für dich. Das ist so ein kleines Mitbringsel-Geschenk zum Geburtstag, zum Verschicken, wie auch immer. Und ja, nicht lange gesabbelt. Ich habe nur eine halbe Stunde, dann muss ich nämlich los. Und ich weiß ja nicht, ich kann euch nochmal den Block zeigen. Also da sind ja immer diese Blöcke, diese Blätter drinne. 2 Stück und ja, tolle Design. Hier sind irgendwo auch Gummibärchen zum Beispiel drin. Das hier finde ich nicht so schön. Dann so eine Lämpchen ist eher vielleicht für Weihnachten. Und es ist auch so, dass der immer. Achso, und dann sind diese drin auch doppelt. Das eine habe ich schon benutzt. Die werden wir jetzt auch mit verwenden. Ich zeige nämlich einmal mit Stempelset und einmal, wie er ganz ohne. Irgendwelche Hilfsmittel, außer vielleicht ein Stempel oder so, aber selbst das müsst ihr ja nicht, denn wir haben ja hier auch Sprüche, also wir selbst ohne irgendwelche anderen zusätzlichen Sachen daraus schöne, ein schönes Geschenk. Ich bin ein bisschen abgelenkt von den Blättern, ich habe selber noch nicht so, das ist auch schön. Ja, also ich werde jetzt euch 2 Varianten zeigen. Und zwar möchte ich einmal dieses Papier hier verwenden. Ich erkläre euch auch kurz, wie ich dahin gekommen bin. Jetzt überlege ich gerade, welches ich noch nehme. Die Gummibärchen sind mir zu unruhig. Ich glaube, ich möchte die Sterne nehmen. Ich nehme hier zweimal Sterne, einmal hell, einmal dunkel. Denn ich habe festgestellt, diese Torte habe ich zuerst auf dem normalen Aquarellpapier gestempelt von Action und es ist ja so ein bisschen beigebraun, keine Ahnung, also noch nicht so weiß jedenfalls. Und dieses Papier ist sehr, sehr weiß. Und also das von Action, das Papier würde ungefähr so wirken. Ich weiß ja nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ihr seht, das ist ziemlich gelb. Mir fällt das persönlich nicht. Ich habe hier welches von Claire Fontaine, ist das? Nee, Florence, das ist von. Ich glaube, das habe ich bei Rossmann gekauft. Die gibt es bei Rossmann. Oder wenn ich es finde, verlinke ich es in der Infobox. Und das ist ein bisschen weißer. Und für meine Zwecke, wie gesagt, ich kann ja nicht wirklich kolorieren. Für meine Zwecke reicht das aus und dann sieht es schöner aus. Nichtsdestotrotz fand ich es trotzdem nicht so passend und habe es dann doch eher hier auf dem dunklen Papier verwendet. Auf dem hellen Papier verwenden wir das ausgeschnitten und das werden wir jetzt auch zuerst machen. Wie gesagt, ich mache das ja immer so. Zuerst messe ich mir mein Objekt aus und das ist in dem Fall 10,5 breit und 16,5 hoch. Und ich habe gesagt, dick ist es 1 cm. Und diese Maße male ich mir dann in mein Notizbuch, weil das gerade weg ist. Hier male ich mir das auf. Also ihr seht es hier vielleicht. Also 10,5. 16,5 hoch, das habe ich jetzt hier noch nicht hingeschrieben, dann immer 1 cm für eine Seite, dann nochmal vorne oder hinten, dann nochmal 1 cm für die andere Seite und 1 cm Klebelasche. Macht dann zusammen 24 Zentimeter. Und die 16,5, da rechne ich einfach für unten, weil das überlappt sich ja durch diese zwei Teile. Dann unten, da brauche ich keine zusätzliche Klebelasche, sondern nur einmal noch die Dicke von dem Ding, also 1 cm. Habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet. Kann ich gerne noch mal machen, der Vollständigkeit halber. So. Und dann sind das eben hier 17,5. Also schneide ich mir jetzt ein Blatt zu, was 24 mal 17,5 cm ist.
Und ja, ihr könnt euch ja einen Screenshot machen. Genauso falzig dann eben auch. Also bei 10,5, bei 11,5, bei 22, bei 23. Und hier unten an der kurzen Seite im Prinzip einfach bei einem Zentimeter an einer Seite. Wenn ihr jetzt ein Papier hättet, was eine Struktur, was eine Richtung hat, müsstet dann natürlich aufpassen. Bei mir ist das hier nicht der Fall. Also ich schneide mir jetzt auf jeden Fall mal die beiden Papiere 24 x 17,5 zu. Jetzt ist die Kamera wieder nicht scharf. Bis gleich. So, also wie gesagt, ich habe hier mein Blatt 24 x 17,5. Das auch, ja. Und jetzt falzen mal. Wie gesagt, wenn ihr eine Richtung habt, müsstet ihr eben zugesehen haben, dass, also das ist unser, also so lang ist die Richtung. Also wenn ihr eine Kerze habt, muss die Flamme so lang zeigen. Jo, jetzt falzen wir einfach. Also wie gesagt, das ist heute wirklich eine ganz simple, einfache Geschichte. Bei 10,5, bei 11,5, bei 22 und bei 23 an der langen Seite, an der kurzen Seite, hoch. Na, jetzt verrutscht, an der kurzen Seite bei einem Zentimeter. Somit ist das Gefalte schon fertig. So sieht das jetzt aus. Falzt das mal nach, dann seht ihr das besser. So, ne? Sieht man das jetzt? Jetzt schneiden wir uns das so ein. Ich habe das jetzt schon für das zweite Blatt vorher verschnitten. Also hier die schräg ein, also das sind die Kleinklebelaschen, theoretisch bräuchte man die nicht, weil die beiden sich hier überlappen und hier einfach die Ecke weg, weil die dann die Klebelasche wird und das Ganze so zugeklebt wird. So, mache ich jetzt hier auch, also einmal gerade und schräg, rechts neben der Falz, gerade und schräg, links neben der Falz, hier links neben der Falz, rechts schräg, rechts. Ja, hier kann das eigentlich weg. Sorry. Aber hier gerade rechts neben der Falz. So. Jetzt brauchen wir das Ganze nur zukleben. Dafür bringe ich mir zuerst auf diese Klebelasche Kleber auf. Und dann klappe ich das eigentlich einfach nur rüber. Und richte mir das aber so ein bisschen schön aus, damit es nicht so schief hier unten ist, weil sich ja die Dinger da noch überlappen. Und jetzt unten, wie gesagt, wer mit Tombow klarkommt, der nimmt hier vielleicht sogar Tombow, weil das schneller anzieht. Hier unten vor allen Dingen, weil da kommen wir ja schlecht ran. Ich achte jetzt darauf, dass das hier mein Hinten ist und dass ich jetzt die Laschen, also hier ist meine Klebekante die erste und ich werde jetzt den Kleber hier aufbringen, so dass wir alle Klebekanten hinten haben und das dann mein und vorne das einen schönen Abschluss hat. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Also nochmal, ne? Hier ist meine Klebekante hinten. Ich bringe jetzt natürlich auf die kleinen Laschen Kleber auf und auf die große. Klebt dann eben auch so nach hinten. So habe ich hier eine Klebekante und hier aber vorne ist alles wunderschön. Ja, und man sieht das nicht. Also, das finde ich immer, da achte ich halt immer drauf. So, ihr seht, ich mache einfach nur so und versuche dann noch irgendwie mit einem langen Gegenstand, also ich nehme jetzt hier in dem Fall das, das so mein längstes und versuche noch wenigstens die Ecke da mit den Klebelaschen noch so ein bisschen festzustreichen. Aber normalerweise hält es eben auch so. So, und nun ist schon eigentlich meine Packung fertig. Ja, also ihr könntet jetzt theoretisch auch einfach hier nur eine Eingriffslasche stanzen. Ich persönlich werde das jetzt so machen, dass ich das folgendermaßen mache. Also wer hat, kann auch so eine Art Griffe, gibt es ja auch Stanzen für. Ich werde jetzt hier aber einfache Kreisstanzen nehmen oder wenn ihr keine Kreisstanzen habt, schneidet ihr euch einfach ein Rechteck aus. Zwei Stück vielmehr. Und da nehme ich mir Klebeband zur Hand und versehe beide
beide mit Klebeband und klebe die einfach oben mittig an meinen Tassenkuchen an. So, jetzt gucke ich mal, dass das hier so ein bisschen in der Mitte landet. Ich glaube, das sehe ich hier besser. Hier seht ihr das noch besser. So, und den anderen einfach entgegen. Ich nehme extra dunkles, also Kontrastpapier. Wenn ich jetzt das dunkle mache, kriegt der eben helle, einen hellen Kreis, damit derjenige, der das bekommt, dann auch weiß, woran er ziehen kann. So, ne? Und nun weiß er, tada, fertig. So, jetzt nehme ich mir halt hier diese Blätter und schau mal, was mir da gefällt und schneide mir das einfach aus. Damit es ein bisschen plastischer wirkt, mache ich immer so ein bisschen das Ganze rund. So, ihr Hasen, nun ist es doch einen Tag später. Ich habe das nicht mehr geschafft vor der Arbeit und seit 5 Tagen oder länger oder seit 2 Wochen gefühlt ist es so dunkel draußen, deswegen habe ich jetzt schon wieder Licht an. Ich habe mir jetzt hier nochmal, also ihr könntet jetzt einfach so aufkleben und noch einen Spruch. Ich habe jetzt hier zu mir Geburtstag und werde auch noch den Tassenkuchen stempeln, aufbringen. Dann sieht das ja auch schon schön aus, aber ich wollte jetzt eigentlich einfach, habe mir hier noch ein Rechteck ausgeschnitten, weil ich das irgendwie schöner finde. Das Rechteck möchte ich mir jetzt auch noch prägen. Ich verwende so selten meine 3D-Prägeschablonen. Und ich werde das hier so schräg machen unten, weil ich dann hier oben drüber mein Ding setze. Das mache ich jetzt mal gerade und dann sehen wir uns wieder. So, ne? Hier seht ihr, das ist auch immer eine schöne Idee für eine Karte. Das mache ich eigentlich auch viel zu selten. Ich muss jetzt mal das Licht auch nochmal hier herbringen. Ja, und jetzt wird das einfach hier aufgesetzt. Ich stempel jetzt noch. Muss mir das mal überlegen, wie ich das aufbringe. So, und jetzt stempel ich mir hier noch Tassenkuchen hin. Dann bringen wir das Ganze auf. Ja, ich mache das hier mal schneller und lasse das mal unkommentiert. Ihr seht ja, was ich tue. Ich hatte hier noch einen Spruch und den bringe ich jetzt auch noch auf eine Mattung auf und dann ist unser Teilchen auch gleich fertig. So, ihr Hübschen, also mein Tassenküchlein ist fertig, der erste. Ich bin jetzt ein bisschen sprechfaul, sage ich ganz ehrlich.
Deshalb wird jetzt der zweite Teil mit Voice-Over sein. Im zweiten Teil stempel ich auf jeden Fall hier mir den Kuchen und dekoriere halt meine zweite Verpackung. Ihr habt ja gesehen, ich habe die auch nochmal in Dunkel gemacht. Hierfür verwende ich das Aquarellpapier von Claire Fontaine. Und ja, ich werde auch vielleicht noch ein paar Karten mit dem Set basteln, aber wahrscheinlich außerhalb der Kamera und das euch dann zeigen. Ja, aber jetzt stempeln wir erstmal hier den Kuchen und zwar ohne Worte. Viel Spaß dabei. So, wie gesagt, ich nehme mein Aquarellpapier, was nicht von Claire Fontaine ist, sondern von Florenz. Und ja, ich habe diese kleinen Streifen, die für den Kuchen gedacht sind, mit Archival Ink gestempelt. Die ist wasserfest, denn ich will nachher mit den Aquarellstiften von Action diese Kuchenscheiben aquarellieren. Und zuerst stempel ich die Tortenplatte relativ weit unten auf diesem Blatt. Und dann ordne ich mir einfach so hoch oder lang oder wie auch immer ihr das haben wollt, meine unterschiedlichen Streifen an. So, für den oberen Teil der Torte, seht ihr jetzt, lege ich mir zuerst den vorletzten Streifen hin, mache mir eine Markierung und dann maskiere ich mir, nee, dann stempel ich die in den oberen Teil, maskiere mir den und stempel dann den vorletzten Streifen dazwischen. Nachdem alles gestempelt ist, male ich das Ganze mit den Aquarellstiften aus. Dafür bringe ich mir immer die Farbe auf den Acrylblock. Das ist jetzt hier oberhalb meines Stempelbildes, außerhalb der Kamera. Und ja, ich nehme hier dafür einen Wassertankpinsel, nehme immer so ein bisschen Farbe auf. Bringe zuerst ziemlich viel Farbe auf und dann verdünne ich das Ganze immer mit ein bisschen Wasser, also mit weniger Farbe. Ja. Ja, für die türkisen Streifen nehme ich diesen neuen Glitzerstift, den ich habe. Dazu muss ich aber sagen, der deckt natürlich so ein bisschen das Schwarz ab. Also matt, das wird dann so matt, das Schwarz und nicht mehr so tiefschwarz, sondern erscheint eher grau. Und das male ich dann nachher mit einem Stift nach. Aber ich glaube, nochmal würde ich das nicht machen. Oder eben nur in diesen Streifen, wo nichts drin ist. Thank you.
Jo, fertig und nun schneide ich das noch aus. Ja, dann bringe ich mir alles noch auf Designpapier auf und schneide das knappkantig aus, damit es sich schön von meinem dunklen Untergrund abhebt. Dann habe ich mir 7 Blüten gestempelt aus dem Stempelset, die in Gelb und Rosa angemalt und die bringe ich jetzt, oder habe ich sie, male ich sie noch an? Wisst ihr jetzt ja auch nicht, nee. Nee, ach so, ich stempel noch meinen Spruch Tassenkuchen. Genau, und den Mattig auch nochmal mit dem dunklen Papier wieder. Und ja, die Blüten klebe ich dann, verteile ich dann auf dem Kuchen und den Spruch klebe ich drauf und dann ist die Packung fertig. Ja, jetzt seht ihr noch, dass ich Nylongarn anbringe. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen, aber das habe ich eigentlich auch bei jedem der Packungen so ein bisschen gemacht. Manchmal habe ich es an die Karte selber gebracht, also dieses Rechteck, was ich da extra drauf geklebt habe, oder auch an den Griff von dem Tassenkuchen, also an diesen Kreisen. Ja, sieht halt ein bisschen spannender aus so. So, ihr Hübschen, es sieht noch ein bisschen wild hier aus, ein bisschen Licht. Ich habe mich jetzt hier vertuddelt. Ich zeige euch jetzt hier nochmal alle 4 Varianten. Also, wie gesagt, wir haben zusammen gemacht diese Variante. Muss man überlegen. Und die. Und die beiden hatte ich schon vorher, sind ja eigentlich ähnlich, ne? Habe ich ja nur nachgemacht nochmal. Aber ich bin total happy. Also, ihr seht, ich habe jetzt auf jeden Fall genug kleine mitbringende Geschenke, was auch immer. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, was ich mit dem Stempelkissen und ein bisschen auch mit dem Papier gemacht habe. Also, eine Idee für das Stempelkissen nur mit diesen Streifen, die eigentlich ja für die Torte sind, ist die hier. Die fällt mir total gut. Ganz schlicht und einfach. Ihr mattet mit dem Papier. Dann für die kleinen, also das ist dieser Tag, den habe ich einfach gestempelt und ausgeschnitten. Auf der anderen Seite auch nochmal gestempelt. Die Cupcakes drauf, die habe ich in Etappen gemacht, weil das zusammengestempelte irgendwie für meine Begriffe nicht so toll aussah. Ich glaube, ich würde sie hier noch mit den Nouveau Glaze ein bisschen glänzender hinkriegen, vielleicht auch hier bei der Torte. Dann mit den Luftballons habe ich das hier gemacht. Hier sind noch Nouveau Drops drauf, auch ganz schlicht und einfach. Und hier noch eine Idee für die Vierecke aus dem Block. Und dann noch eine letzte Karte, nee, zwei noch. Also einmal nochmal mit den Geschenken und dem Papier. Hier ist es ein bisschen geprägt. Die Geschenke sind koloriert auf die gleiche Weise wie die Torte. Das Happy Birthday habe ich hier einfach gestempelt in Schwarz. Und die letzte Karte ist nochmal ganz anders, aber auch eine Idee. Also wie gesagt, diese Streifen haben es mir halt angetan. Und ihr seht es, die ist auch total schlicht und einfach. Also dauert schon seine Zeit. Aber mir fällt die total gut. Man könnte auch noch das einfach in anderen Farben stempeln. Aber ich fand es jetzt so mal schön. Man könnte es auch komplett schwarz-weiß lassen. Also mir hat es sehr gut gefallen so. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt auch inspirieren. Ja, das war's, würde ich sagen. Da seht ihr wieder, was ihr machen könnt mit diesen Blöcken. Also ich werde die ja nach und nach für mich so ein bisschen bearbeiten. Und ihr seht wieder, was ganz anderes rausgekommen. Ein bisschen ist zurzeit grünlastig, war, aber das liegt daran, dass meine Papiere alle so grün ausgesucht sind. Die hier finde ich auch so schön. Also ich habe das auch embossed, ne? Ich glaube, das sieht man ja auch. Ich habe die weiß embossed und dann eben mit den Aquarellstiften einfach ausgemalt. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid,
Seht ihr, dass das hier gerade schief ist? schenkt mir gerne ein Abo und natürlich einen Daumen nach oben ist immer gut. Kommentare sind auch sehr wichtig, damit ich auf YouTube weiterhin vorgeschlagen werde. Und ja, dann sage ich danke und wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!